Hallo liebe Hungrige, Star Trek Beyond, seit Sommer in den Kinos laufend, hatte dieser Tage Heimkinostart und eingedenk dessen gibt es heute diese nicht nur futuristisch anmutenden, sondern auch sehr leckeren Galaxy Donuts. Doch bevor wir zum Rezept und am Ende auch noch zum Gewinnspiel kommen, werfen wir einen kurzen Blick in den Film. Das ist nicht ungewöhnlich. Es ist leicht, in den Weiten des Weltalls verloren zu gehen. Du willst wirklich wieder da raus, was? Was zur Hölle ist das? Ich weiß, wieso du hier bist. Wieso wir alle hier sind. Unser Captain wird uns holen kommen. Und Gnade wird das Letzte sein, was er im Sinn hat. Entschuldigung? Das ist sein Stuhl. Wer den Film noch nicht kennt, jetzt habt ihr also auch zu Hause die Chance. Und dazu könnt ihr diese Donuts knabbern. Wir brauchen dafür Butter, Zucker, Sahne, Eier, Mehl und Backpulver. Also alle Sachen, die man zu Hause hat. Mit der Deko ist es ein bisschen anders, doch dazu später. Zuerst geben wir das Mehl in ein Sieb, das Backpulver dazu und versieben dann beides in eine Schüssel. Nun geben wir in eine andere Schüssel zur weichen Butter den Zucker, verrühren dann beides cremig miteinander und rühren anschließend die Eier nacheinander ein. Das erste gefolgt vom zweiten und vom dritten. Und wenn wir dies erledigt haben, schütten wir die Sahne hinein, verrühren nochmals alles und haben jetzt einen sehr flüssigen Teig. Das ändert sich gleich, denn wir schütten die Mehlmischung hinein und heben diese unter. Jetzt also nicht mehr mit dem Rührgerät, sondern mit einem großen Löffel oder einem Teigschaber. Am Ende sollte man trockene Zutaten nicht mehr sehen, doch kleine Klümpchen dürfen noch vorhanden sein. Jetzt fetten wir ein Donut-Backblech leicht ein. Alternativ darf auch der Donut-Maker verwendet werden. Nur zum Frittieren ist der Teig weniger geeignet. Wir befüllen die Mulden und können das mit dem Löffel machen. Das allerdings ist ein bisschen kompliziert. Einfacher, wir nehmen einen Gefrierbeutel, befüllen diesen mit dem Teig, schneiden eine Ecke ab. Alternativ könnt ihr natürlich auch einen Spritzbeutel nehmen. Und befüllen nun alle weiteren Mulden. Und zwar nicht ganz bis an den oberen Rand, können den Teig dann auch noch ein wenig glätten und geben die Form nun in den Backofen. Gebacken wird bei 170 Grad Umluft für 15 Minuten. Anschließend lassen wir sie kurz in der Form etwas abkühlen, nehmen die Donuts dann heraus, um sie auf einem Kuchengitter vollständig abkühlen zu lassen. Und damit kommen wir zur Dekoration und dafür brauchen wir neben Puderzucker und Zitronensaft Lebensmittelfarbe. Es bieten sich die Kombinationen Pink und Blau oder zum Beispiel auch Violett und Schwarz an. Und schön ist es, wenn wir alles noch ein bisschen goldig bestäuben können. Wo ihr diesen essbaren Goldstaub herbekommt, dazu findet ihr einen Link in der Infobox. Und ein paar Zahnstocher werden noch gebraucht. Zuerst verrühren wir den Puderzucker und den ausgepressten Zitronensaft miteinander. Und zwar in einem Verhältnis, dass wir am Ende eine ziemlich dickflüssige Masse haben. Und davon geben wir, entsprechend der Anzahl der Farben, die wir verwenden wollen, in kleine Schüsseln jeweils einen Esslöffel voll von der Puderzuckermischung und färben diese dann mehr oder weniger intensiv ein. Und da die Farben meist wirklich intensiv färben, empfiehlt es sich dabei Handschuhe zu tragen. Haben wir dann alle Farben vorbereitet, geben wir auf die Donuts zuerst reichlich von der weißen Glasur und geben dann deutlich weniger von der eingefärbten darauf. Die aufgetragene Farbe dann mittels Zahnstocher etwas vermischen oder verswirren. Farblich müsst ihr euch natürlich nicht hier an meine Vorgaben halten, mir gefällt es aber so. Letztlich sollen die Farbkombinationen natürlich an einen Nachthimmel erinnern. Es kommt auch gut, wenn ihr nochmal einzelne Farbpunkte auftragt. Dann geben wir vom Goldstaub ein bisschen in ein Sieb und bestäuben damit mehr oder weniger und natürlich Sterne symbolisierend die Oberseite der eingefärbten Donuts. Und so verfahren wir dann eben auch mit allen weiteren, entweder in der gleichen oder einer ähnlichen Farbkombination. Eurer Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt. Wieder mit dem Goldpuder bestäuben und anschließend auf einem Kuchengitter trocknen lassen. Und das war's, die originell futuristischen Donuts dürfen gegessen werden. Und ihr werdet feststellen können, sie sehen nicht nur außergewöhnlich aus, sondern schmecken auch wirklich lecker. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Doch halt, ihr sollt ja auch noch etwas gewinnen können. Und zwar dreimal eine Blu-ray, wenn ihr diese Frage richtig beantwortet. Welcher auch am Drehbuch beteiligte Schauspieler spielt denn Scotty? Eure Antworten schickt ihr bitte an galaktischlecker@pureonline.de, findet ihr natürlich wieder in der Infobox. Und wenn ihr euch beeilt, bekommt ihr sie wahrscheinlich auch noch vor Weihnachten. Ich drücke euch die Daumen. Und falls ihr doch lieber andere Donuts möchtet, vielleicht
Passen zur Vorweihnachtszeit Zimtstern-Donuts oder auch Donut-Muffins? Dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Und falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.